Hallo, schön, dass du da bist und dir einen Moment Zeit nimmst für dich und deine Intuition. Ich bin Franzi, ich bin Mentorin für Intuition und ich liebe es, meine geführten Meditationen dafür zu nutzen, um wertvolle Inhalte und Impulse für dich fühlbar zu machen. Vielleicht kennst du bereits die 5 Sprachen der Liebe. Gary Chapman nutzt sie, um zu beschreiben, wann wir uns besonders geliebt fühlen. Wenn wir das erkannt haben, können wir das in der Kommunikation mit unseren Partnern, Freunden und mit unserem Umfeld nutzen, um uns gegenseitig gut zu tun und immer besser kennenzulernen. In dieser Meditation führe ich dich durch die 5 Sprachen der Liebe und du kannst ganz wundervoll durch deinen Körper wahrnehmen, welches deine Sprache ist. Ganz egal, ob du die 5 Sprachen der Liebe bereits kennst oder heute zum allerersten Mal von ihnen hörst, ich wünsche dir ein ganz wundervolles Meditationserlebnis. Und dann spür erstmal in dich rein, ob du dieser Meditation im Liegen oder im Sitzen lauschen möchtest. Finde eine Position, die sich jetzt so richtig gut anfühlt. Spür dabei ganz bewusst in deinen Körper hinein. Achte auf die Zeichen, die er dir schickt. Dein Körper ist immer mit dir im Austausch und eine wunderbare Möglichkeit, um deine Intuition und das Leben wahrzunehmen. Nimm mal einen ganz tiefen Atemzug ein, spür mal in deinen Körper, ob du noch etwas verändern möchtest. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Komm erst mal hier in dir an. Denk für einen Augenblick lang noch mal ganz aktiv und bewusst an den Tag, den du bis hierher erlebt hast. Atme tief ein, spür, wie die Atmung in deinen Kopf um all deine Gedanken und Erinnerungen herumfließt und sie mit der Ausatmung ganz sanft und liebevoll davonträgt. Wunderbar. Noch einmal einen ganz tiefen Atemzug ein, spür, wie die Luft in deinen Kopf fließt, sich hier um all die Gedanken, vielleicht auch Sorgen und Ängste legt und sie mit der Ausatmung sanft und liebevoll davonträgt. Du spürst sofort, wie es immer ruhiger und ruhiger in dir wird. Und auch wenn dein Kopf dir immer mal wieder Gedanken schickt, ist es vollkommen in Ordnung. Du kannst darauf vertrauen, dass dein Unterbewusstsein, dein Herz und deine Intuition mir gerade ganz achtsam lauschen und alles für dich mitnehmen, was jetzt für dich wichtig ist. Noch einen letzten bewussten Atemzug ein, spür wie Luft in deinen Kopf den gesamten Tag umschließt, den du bis jetzt erlebt hast und mit der Ausatmung sanft und liebevoll davonträgt. Spür für einen Augenblick, wie es immer ruhiger und ruhiger in dir wird. Und ganz langsam kannst du wahrnehmen, dass du dich an deinem Lieblingsort befindest. Ganz egal, ob bei dir zu Hause, in einem Café oder in der Natur. Du bist jetzt gerade genau da, wo du dich so richtig wohlfühlst. Vielleicht wird direkt der Ort um dich herum sichtbar. Vielleicht fällt dir aktiv gerade nichts ein. Dann lass dich einfach überraschen, welcher Ort jetzt um dich herum erscheint.
dann nimm dir ganz bewusst einen Augenblick lang Zeit, hier nachzuspüren. Wahrzunehmen, wo du hier gerade bist. Schau dich für einen Augenblick lang um, nimm alle Bilder und alle Details wahr, die du sehen kannst. Vielleicht kannst du auch etwas an diesem Ort hören. Dann lausche für einen Augenblick. Vielleicht riechst du etwas. Spür hier gern einfach mal rein. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, etwas um dich herum anfassen zu wollen, um zu spüren. Es kann gut sein, dass du ganz intensiv in die Wahrnehmung kommst. Es ist aber auch vollkommen normal und absolut in Ordnung, wenn du gerade nicht so viel wahrnehmen kannst. Alles, was sich dir jetzt gerade zeigt, ist genau richtig. Du kannst absolut vertrauen. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Denk jetzt für einen Augenblick lang ganz bewusst an einen Herzensmenschen, vielleicht an deinen Partner, vielleicht an deinen Wunschpartner, an dein Kind, deine beste Freundin, deinen besten Freund. Denk an einen Menschen, der dir so richtig gut tut. Und den du fest in dein Herz geschlossen hast. Ich führe dich jetzt durch verschiedene Situationen mit diesem Herzensmenschen. Alles, was du tun brauchst, ist wahrzunehmen, wie dein Körper sich anfühlt. Du kannst in der ersten Situation sehen, wie der Mensch zu dir an deinen Lieblingsort hinzukommt, sich zu dir setzt und dich anschaut. Er hat alle Zeit der Welt und diese Zeit möchte er mit dir verbringen. Ich freue mich so, dass du da bist. Es gibt keinen Termindruck, kein Handy. Die volle Aufmerksamkeit von deinem Herzensmenschen liegt auf dir. Auf dir, auf euren Gesprächen. Vielleicht wollt ihr auch etwas zusammen unternehmen. Er ist voll und ganz bei dir. Spür jetzt mal in deinen Körper, wie sich das anfühlt. Spür in deinen Hals, in dein Herz, in deinen Brustkorb und spür in deinen Bauch. Nimm einfach nur wahr. Du brauchst nicht zu bewerten. Sehr wahrscheinlich fühlt sich das richtig gut an. Du siehst jetzt, wie der Herzensmensch noch einmal zu dir kommt. Und diesmal hat er ein Geschenk für dich dabei.
Du hörst, wie dein Herzensmensch sagt: Ich habe dir was mitgebracht. Ich habe es gesehen, musste an dich denken und deshalb habe ich es für dich gekauft. Ich hoffe, du hast Freude damit. Lass dich überraschen, was das für ein Geschenk ist. Vielleicht kannst du wahrnehmen, was da in der Verpackung auf dich wartet. Spür in deinen Körper, wie sich das jetzt gerade anfühlt. Spür mal in deinen Hals, in dein Herz, in deinen Brustkorb und in deinen Bauch. Und nimm den Unterschied wahr. Wenn du es mit dem ersten Nachspüren und Wahrnehmen vergleichst, wird es vielleicht noch viel weiter, viel weicher und wärmer, viel freudiger. Vielleicht ist es aber auch einfach nur angenehm und du spürst jetzt, wie wertvoll dein Körpergefühl war, als dir Zeit geschenkt wurde. Vielleicht spürst du aber auch, dass du dieses Geschenk sofort gegen die unendliche Zeit eintauschen würdest, die dein Herzmensch dir in der ersten Situation geschenkt hat. Nimm jetzt noch einmal einen ganz tiefen Atemzug ein und wieder aus. Nun kannst du wahrnehmen, wie dein Herzensmensch an deinem Lieblingsort zu dir kommt, sich zu dir setzt und wundervolle Worte für dich findet. Du strahlst so unglaublich schön. Ich freue mich, dich zu sehen. Mit dir bin ich am liebsten zusammen. Du inspirierst mich. Und wenn ich bei dir bin, dann fühle ich mich einfach unglaublich wohl. Vielleicht möchte dir dein Herzensmensch noch mehr sagen. Nutze den Moment und lausch hin. Nimm einfach wahr, was sich jetzt gerade zeigt. Spür auch hier in dein Hals, in dein Herz, in deinen Bauch und in deine Brust. Sehr wahrscheinlich fühlen sich die Worte unglaublich schön an. Spür nach und fühl mal, wie sich das im Vergleich zu den anderen Situationen anfühlt. Wird es hier deutlich wärmer, weiter und weicher? Oder vielleicht kannst du jetzt spüren, dass die Aufmerksamkeit, das Geschenk, was du in der zweiten Situation bekommen hast, oder die unendliche Zeit aus Situation 1 nun deutlich hervorstrahlen. Du kannst dir vertrauen, alles, was du jetzt gerade wahrnimmst, ist genau richtig. Es kann gut sein, dass eine Situation besonders hervorsticht. Vielleicht spürst du aber auch bei mehreren Situationen, dass alles in dir aufgeht und besonders weit, weich und warm wird. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Du bist immer noch an deinem Lieblingsort, hier mit deinem Herzmenschen. Und du spürst, wie dieser Mensch auf dich zukommt und dich ganz fest in den Arm nimmt. Ich
muss dich einfach mal drücken, sagt er zu dir. Ganz festhalten möchte ich dich. Du spürst die Nähe zu diesem geliebten Menschen. Du spürst die Hände auf deinem Rücken, wie sie dich liebevoll streicheln. Du spürst, wie dieser Mensch dir ins Ohr flüstert: Ich drück dich so unglaublich gern. Das fühlt sich so gut an. Spür diese Berührung für einen Augenblick lang ganz intensiv. Und dann spür auch hier in dich rein, wie sich das in deinem Körper anfühlt. Spür in deinen Hals, in dein Herz, in deine Brust und in deinen Bauch. Wie fühlst du dich im Vergleich zu den anderen Situationen? Zu der unendlichen Zeit, die dir dieser Mensch schenkt? Dem Geschenk, was er dir mitgebracht hat? Den wundervollen, liebevollen, wertschätzenden Worten und dieser unglaublich schönen Berührung. Wo kann dein Körper ganz besonders wahrnehmen und ganz besonders intensiv dieses warme, vielleicht auch kribbelnde Gefühl spüren? Fühl nach. Alles, was du jetzt wahrnehmen kannst, ist genau richtig, so wie du es spürst. Eure liebevolle Umarmung löst sich. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und jetzt denke für einen Augenblick ganz bewusst an eine Herausforderung in deinem Leben. Vielleicht eine seelische Herausforderung oder eine ganz alltägliche Herausforderung. Vielleicht an dein Auto, was in die Werkstatt muss. An ein Problem mit einem Freund oder einer Freundin. Jetzt kannst du wahrnehmen, wie dein Herzmensch auf dich zukommt und dir seine Hilfe anbietet. Du hörst diesen Menschen sagen: Ich bin da. Du bist nicht allein. Ich helfe dir. Wie kann ich dich unterstützen? Und du spürst, dass dieser Mensch bereit ist, alles für dich zu tun. Wie er dir hilft, dein Problem zu lösen. Für dich da ist, wenn es ein seelisches Problem ist und mit dir nach einer Lösung sucht, in einem wunderbar tiefen Gespräch. Oder wie er eine ganz alltägliche Aufgabe von dir ganz einfach für dich übernimmt, sodass du sie nicht tun brauchst. Stell dir dies nun ganz deutlich vor und spür dabei in dich rein. Spür in deinen Hals, deine Brust, dein Herz und dein Bauch. Wie fühlt sich das an? Sehr wahrscheinlich ist auch das ein angenehmes Gefühl. Vergleiche es einmal mit den anderen Situationen. Wo ist dein Herz ganz besonders weit und weich geworden? Wo konntest du vielleicht ein Kribbeln spüren? Wo eine Wärme? Stell dir nun für einen Augenblick lang vor, dass du in deinem Alltag eine dieser Situationen erleben dürftest. Für welche würdest du dich entscheiden?
für die Situation, in der dein Herzmensch unendlich viel Zeit für dich hat. Wo er dir ein wundervolles Geschenk macht. Unglaublich liebevolle, wertschätzende Worte für dich findet. Wo er dich ganz fest in den Arm nimmt. Oder wo er ein Problem für dich löst und dir hilft. Welches wäre die eine Situation, für die du dich entscheidest? Vielleicht kannst du das ganz eindeutig spüren und weißt sofort, die eine Situation ist es. Es kann aber auch gut sein, dass sich zwei oder drei Situationen zeigen. Spür einfach nach, was du jetzt gerade wahrnehmen kannst. Erinnere dich an deinen Körper. Wo hat er dir die meiste Resonanz gezeigt? Nimm noch einmal einen ganz tiefen Atemzug ein. Und beim Ausatmen fang ganz langsam an, deine Hände und deine Füße zu bewegen. Regel und streck dich. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Willkommen zurück in deinem Alltag. Spür nach. Du konntest gerade sehr gut fühlen, welche Sprache der Liebe deine Sprache ist. Mach dir noch einmal bewusst, dass es gut sein kann, dass sich eine Sprache ganz besonders gezeigt hat. Es kann aber auch gut sein, dass noch mehr Sprachen für dich wichtig sind. Vielleicht gleich wichtig. Vielleicht gibt es einen Platz 1 bis 3. Mach dir nun für einen Augenblick lang bewusst, dass du jetzt weißt, was sich so richtig gut anfühlt. Welche Sprache der Liebe du sprichst, dies kannst du natürlich mit all den Menschen teilen. Aber viel wichtiger ist, nun weißt du, was du dir selbst am besten tun kannst. Wenn du auf die erste Situation am meisten reagiert hast, dann weißt du, dass es Zeit ist, sich vor allen Dingen Zeit für dich selbst zu nehmen. Vielleicht hast du aber auch gespürt, dass es Zeit ist, dir selbst Geschenke zu machen. Dir selbst liebevolle, wertschätzende Worte zu schenken. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, viel mehr in deinen Körper, in Körperlichkeit und Berührung zu gehen. Vielleicht bist du aber auch mit der letzten Situation besonders in Resonanz gegangen. Dann weißt du, dass es wichtig ist, dass du jetzt für dich da bist. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit für dich genommen hast, dass du nachgespürt hast, dass du wieder etwas mehr über dich erfahren hast. Genau das ist das, was diese Welt so dringend braucht. Und dafür danke ich dir und wünsche dir einen wundervollen Tag.